Hallo zu allem. Heute präsentiere ich euch unsere Lösung mit Visionsinspektionssystemen. Hier haben wir eine Demonstration, wo da drauf Spritzen laufen und sie vor unsere Kameras Kontrolle kommen. Alle diese Kameras sind dann zu einem PC verbunden, wo auf dem PC unsere Software läuft. Die Oberfläche, um mit dem System zu bedienen, kann sein auf jedem HMI, weil die Lösung web-based ist. So, in diesem Fall, wir haben hier zum Beispiel den Maschinen-HMI, wo das gezeigt werden kann. Aber um euch das besser zu erklären und alle die Kontrolle, die wir drauf machen, zu präsentieren, benutze ich dieses andere Computer hier. Wie gesagt, die neue Oberfläche ist web-based und von einem zentralen Punkt kann ich alle die Oberflächen von verschiedenen Visionssystemen, zum Beispiel das wir auf diesem Stand haben, von einem zentralen Punkt verwalten. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf unsere Spritzenkontrollen. Hier präsentieren wir Kontrolle, die normalerweise auf Assembling-Maschinen gemacht werden. So, gehen wir auf alle die Kameraskontrolle. Hier prüfen wir die Integrität von dem Flanger von der Spritze. Und hier prüfen wir, dass der Plangerrod gut in den Stopper ist und darauf keine Lichtluft ist. Hier prüfen wir, dass die Etikette gerade steht und nicht krumm. Und die letzten zwei Kontrollen prüfen, dass der Safety Device von der Spritze nicht aktiviert wurde. Wir haben eine Kamera, das prüft die linke Seite, und eine andere Kamera, das prüft die rechte Seite. Um den Ergebnis gut zu geben, alle beide die Bilder müssen ein gutes Signal geben. Wie gesagt, die neue Oberfläche ist jetzt bereit und ihr könnt mich jederzeit kontaktieren, um Infos zu bekommen. Ciao!